Spaß machen. Ton läuft. Habibis, Nike, Prada, Adidas, für viele Kreative sind das die Unternehmen, die nicht nur Prada bringen, sondern auch die Reichweite und das Image. Aber was macht man, wenn diese Unternehmen Dreck am Stecken haben? Was ist meine Frage? Ich weiß es gerade selber nicht. Warte. Nein, ich gebe einfach ab. Ist die Frage, mache ich mich jetzt langfristig da, davon abhängig oder ist es vielleicht eben auch ein Startsprung für mich? Ich kann von dem Geld, was ich dann verdiene, immer noch Gutes tun. Ich kann nicht so viel Gutes tun, wie er tun könnte mit seinem Geld. Aber warum soll ich denn neiden, nur weil jemand anders mehr verdient? Du kannst Gutes tun, es ist trotzdem dreckiges Geld. Nee, ihr könnt nicht jetzt so tun, als wäre euch plötzlich das Leben von diesen Leuten wichtig, damit ihr irgendwie ein paar so Black and Brown Faces auf euren Kampagnen habt. Das Ziel des Gewerbes ist es, mehr Geld zu verdienen, damit mehr Leute arbeiten können. Na, und nicht damit auch, mehr Leute arbeiten. Ja, natürlich, aber umso mehr Leute können sie einstellen. Das ist neoliberaler Schwachsinn. So, Werbung ist halt Happy Life, ne? Werbung existiert, um diese Leute in so einem Licht dastehen zu lassen, dass man im besten Fall mehr verkauft, aber auf jeden Fall kein Minus macht. Solche Kampagnen bestimmt auch immer zwei Seiten haben. Es ist halt nicht nachhaltig, HBW. Was ist nachhaltig? Upsi. Wer musste jetzt sein? Aber wisst ihr, was sich auch vermehrt hat? Der Rassismus gegenüber asiatisch gelesenen Menschen. Und dann ist es natürlich super krass, wenn solche Tweets hier, wie von unserer Kollegin und Journalistin Inile, gerne mal von Twitter für 12 Stunden gesperrt werden. Ist doch mal ein richtiger Traum. Herzlich willkommen in Deutschland. Genau aus diesem Grund sprechen wir heute mit unseren wunderkrassen Gästen über das Coronavirus und dem damit mitschwingenden Rassismus gegenüber asiatisch gelesenen Menschen. Habibi, können wir einmal unser Bubble Tea haben, bitte? Und ja, da wir wirklich frisch aus Asien kamen, bekamen wir echt viel so. Bitte bringt Corona nicht mit nach Deutschland, bitte. So hier, könnt ihr einmal gucken. Hier, kennt ihr das eigentlich schon alle? Wie finden wir das? Sag mal, genau. Also ich schwöre, aber wenn es nicht Coronavirus wäre, würde ich sagen, es ist stylisch. Dann machen sie irgendwie Made in China in so einem Gelb, so dann hast du eh schon so okay, gelbe Gefahr. So ein Cover, das geht ja durch ganz, ganz viele Instanzen. Was man halt machen kann, ist diese Leute dann einfach zu bitten oder aufzurufen, sensibel darauf zu schauen. Wir haben so beide das Glück, so, wir sind hier in Berlin und irgendwie sehen wir auch so aus, als ob wir dazugehören, so, weil wir haben uns angepasst, wir sind voll die Hipster. Und deswegen kriegen wir nicht so die Anfeindung. Asiatische Menschen, die in der Bahn auch ihre Sprache sprechen, die werden angefeindet. Darf ich noch Glückskekse essen? Das ist für euch Satire, das ist für mich Realität. Herzlich willkommen in Deutschland. Ja. Ich meine, du hast vorher gesagt, und das war voll klug, wir müssen jetzt hier nicht erklären, wie Rassismus funktioniert. Deswegen gute Talkshow hier einfach. Lass uns einmal applaudieren. Isma, du hast es vergessen. Alle AsiatInnen sehen gleich aus. Wollen wir das noch kommentieren? Sollen wir uns alle mal nebeneinander stellen sonst, oder? AsiatInnen sind immer sehr respektvoll. Möchtest du vorgehen? Nee, wie du. Okay. AsiatInnen vertragen kein Alkohol. Ich habe zu meiner Blütezeit auch sehr viel Alkohol vertragen. Blütezeit? Tu mal nicht so, als wärst du 60 Jahre alt. Für einige bedeutet es, in richtig coolen Cafés rumhängen, coole Instagram-Fotos schießen. Für die anderen bedeutet es, höhere Mietpreise und vom eigenen Kiez verdrängt werden. Wir gucken, wen es am härtesten trifft und ob es eventuell sogar Vorteile gibt bei so einer Aufwertung. Wer profitiert denn wirklich von Gentrifizierung? Wow, gleich eingestiegen. Mein Name ist Leon. Sorry, den Nachnamen mitsagen oder nur Vornamen? Sorry, Mann, das ist voll total irrelevant. Das mache ich einfach nochmal neu. So, pass auf, wir müssen ein bisschen in den Flow kommen. Niemand investiert hier in Berlin, wenn er weiß, dass er da irgendwie nicht gewisse Mietsteigerungen oder so auch haben darf. Ja klar, das erzählt die FDP ja auch schon eine ganze Weile. Ich studiere Wirtschaft, aber wie gesagt, es muss wirklich anders mit der Gesellschaft umgehen. Du sagst, dann soll man bauen. Es gibt ja in Berlin auch. Du hast gesagt, man sollte bauen. Das eingerecht zu machen, wird schwierig. Ich kann die Gentrifizierung einfach als Vertreibung definieren. Und da hört das Spaß auf. Und da hört das Spaß auf. Warum muss man mit Wohnungen, was wirklich ein Grundbedürfnis ist, Geschäft machen? Ich finde, dass es durchaus großes Potenzial ist für Berlin als, einfach als Standort. Letztendlich muss sich Berlin im Vergleich zu anderen großen Städten etablieren. Das ist das Bild von Berlin, was ihr haben wollt. Also ist das die Zukunft von unserer Stadt? Aber auf der einen Seite muss man halt auch sagen, es gibt ja jetzt nicht das Grundrecht, irgendwie in der Innenstadt zu wohnen. Ne? Geht's darum? Geht's wirklich darum? Ich weiß es nicht. Wir werfen jetzt hier gleich in die Runde steile Thesen und Klischees über den Wohnungsmarkt und über Gentrifizierung rein. What's up, Berlin? Ich verstehe die Frage eigentlich nicht so genau. Warum nicht? Nein, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und wenn ich mit der Arbeit etwas bewegen kann und etwas erreichen kann, dann bin ich auch bereit, dafür Opfer zu bringen. Ich muss einfach laut sein und sprechen. Gentrifizierung ist ein Fluch für unsere Gesellschaft. Auf jeden Fall.
Die ist so und so. Whatever. Schon vorbei? Oh nein, aber egal, weil... Mann, nein, Leute, ich bin voll raus. Nächste Woche gibt's die Fortsetzung. Nein, kacke. Glocke läuten, abonnieren. Wir sehen uns. Gut. Bubus, das war die letzte Folge von Karakaya Talk hier auf diesem Kanal in dieser Form. Ich will mich von euch verabschieden, aber auch mich bedanken bei euch für die ganze Liebe und die Unterstützung in den letzten 6 Monaten. Ihr macht Karakaya Talk zu dem, was es ist. Immer wenn ihr uns geschrieben habt, Herzchen oder Kommentare, wir haben es bekommen und es hat der Redaktion immer sehr, sehr gut getan. Es hat uns noch mehr Mut gemacht, wirklich weiterzumachen, auch in turbulenten Zeiten. Ich möchte mich bedanken bei den Studiogästen, die am Tisch saßen und mitdiskutiert haben, immer mit Humor, mit Respekt, mit Chai. Aber ich möchte mich natürlich auch bedanken bei den Studiogästen, die drumherum immer saßen und mitdiskutiert haben. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war mal richtig, richtig schön. Der Vibe war immer killer mit euch. Aber an letzter Stelle will ich mich auch einfach aus tiefem Herzen bedanken an das krasseste Team aller Zeiten. Mit euch bin ich einfach 4-mal aus meiner Haut gewachsen in den letzten 6 Monaten. Es war so ein Segen, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich werde beten dafür, dass ich nur mit solchen Menschen wie euch zusammenarbeiten kann. Ich küsse eure Köpfe. Und das ist jetzt erstmal so ein Ende. Aber ich sag mal so, heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bye.